Und dann geht es weiter mit Fallout. Ich habe wieder einige Tage nicht aufgenommen, muss aber, glaube ich, diese Frau totschießen, ja? Oh, shit. Ziel erneut erfassen. Und zwar haben wir ja gerade, oder wir haben mit dieser Frau, was war das für ein krasses Gerät? Wir haben mit dieser Frau getalkt. Die hat gesagt, hey, hör mal zu, du musst total die krassen Dinger nehmen. Tests von den einen, von den Leuten halt. Und ich habe gesagt, okay, gut, machen wir. Wir müssen Blutproben nehmen. Ist hier noch irgendwas Chilliges versteckt? Hier waren wir. Höhe. Komm und pump it. Pump it, bitch! Ja, dann mach halt nicht so viel Liegestütze und geht zum Appell, Torfnase. Die ist vielleicht blade. Also ganz blady. Halt mal. Haben wir da unten schon? Ich weiß es nicht, aber was ist diesen? Was ist diesen Tür hier? Pritzwin Fortschiff. Komm, wir gucken halt mal kurz, obwohl ich die Pritzwin hasse, Alter. Die verschissene Bruderschaft. Das sind so Nazi-Köpfe. Im Grunde genommen sitzt Nazi-Cup. So ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Sie haben ganz merkwürdige Ansichten. Also wer sie noch nicht kennt, ihr lernt sie noch kennen. In den vorherigen Teilen waren immer mal wieder so komische Sachen, was ich denke, Leute. Alles klar. Käthe, pass mal Obacht. Oh Gott, wisst ihr, wovor ich jetzt gerade ein bisschen Schiss habe? Dass ich das Ding hier irgendwie öffne, im Stehen und irgendjemand sieht mich von 8 Kilometer Entfernung und dann gehe ich wieder zurück in die Pritzwin und alle hassen mich. Laser-Scharfschützengewehr. Kate, lass uns mal kurz gucken, wo ist hier. Käthe, hier unter uns ist irgendwie so ein Ding, auf das wir aufklatschen wahrscheinlich. Okay, Käthe, du hast recht, wahrscheinlich schaffen wir es doch. Du hast vollkommen recht. Fuck, Käthe, wo ist da Wasser? Okay, Käthe, bist du bereit? Okay. Käthe, wir haben ein Problem. Als wenn wir direkt sterben. Was war denn das, bitteschön? Fuck. Ich habe mir übrigens letztens beim Schnibbeln, beim Erstellen der Thumbnails, habe ich was geguckt, so ein Video, in dem die besten Builds vorgestellt wurden. Ich habe nur 2-3 gesehen, aber es gibt so ein... Wenn wir Perception ein bisschen hocharbeiten, hoch machen, Alter, ich bin voller Akrobat, dann... Dann kriegen wir ultra die krassen Shots hin. Hey Leute, was ist denn hier gerade mit mir los? Ihr könnt mich auch gerne mal... XY Master 47 Swagatron... Ich habe da unten das Wasser, oder? Ah, das Gefühl, oh mein Gott, ich fall! Wir haben überlebt! Käthe, wir haben überlebt! Was habe ich gesagt? Achso, ja, was für ein Meister bin ich jetzt? Wie heißt denn das, wenn man so... Parkour! Ich bin Spider-Man-Meister. Kate, kommst du auch runter? Du dumme Kuh? Ist das Ding dreckig, das Visier. Das muss sauber, Alter. Widerlich. Guck mal, da sind Leute drin, hier in dem einen Apparat. Warte mal. Look at thee, Brie. Hallo. Good day, Sir. Achso, wir sind jetzt hier mitten am Flughafen, ne? Meiner Erfahrung nach ist Großschmäuler und Wichtigtour. Ich kann dir mal großes Maul geben, Butch. Ich glaube, ich muss da mal ein großes Maul stoppen, da. Fliegt der schon wieder los? Die fliegen los, um abzustürzen. Das sind richtige Kacknasen. Was machst du? Nichts. Ist hier irgendwie jemand, der, mit dem ich sprechen kann? So ein richtiger Mensch? Nicht also Kacknasen, die labern, Blade? Ist ja so ein Offizier. Ist hier irgendwo. Madame, ist hier irgendwo dein Offizier? Laber jetzt mich nicht voll. Oh mein Gott. Halt doch die Guschen. Halt dein Gusch. Wo ist denn hier ein Offizier? Du bist ein Offiziöse. Oh, halt. Ich muss euch mal kurz von der Energie befreien. Die ist ziemlich krass hier. Danke. Sag mir, wo ist dein Polizist? Wo ist dein. Du könntest was machen, das du später bereust. Kate, ich hab voll die Munition. Kate, ihr brennt. Ah, nicht, dass die mich gleich hassen. Ich habe voll wenig Munition. Wir müssen unbedingt Munition sammeln. Das geht doch nicht. Wow, wer schießt hier? Voll das Geräusch. Willst du den Müll etwa mit? Danke. Oh mein Gott, voll viel Munition. Müll. Ich hol Munition und sie... Bitte. Kate, du bist echt nicht mehr normal. Das ist Munition. Du. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Kaum zu glauben, dass deine Mutter früher ein Mensch war. Also, irgendwie ist hier niemand, den ich anspreche.
Das ist unser Versorgungsraum. Na also, es geht doch, Gravy. Wenn du nicht dienstlich hier bist. Ich bin dienstlich, Sergeant, hier. Wenn du Vorräte brauchst, solltest du dich bei Proctor Teagan auf der Pritwin melden. Ich bin dienstlich hier. Geh weiter, Ritter. Sein Maul. Ich meine, jawohl, Sir. Halt dein Maul, im Bart genuschelt und weggelaufen. Okay. Bestellungseingänge. Mann, ihr bestellt aber viele Stinkpacks. Kriege ich hier vielleicht irgendwie eine Mission, wenn ich das angucke? Nee. Bestellungsausgänge. Da steht nicht, wohin sie es liefern, dann ist es irrelevant. Manchmal bekommt man dann solche, ja, Marker, Kartenmarkierungen. Wenn man da, wenn man cool ist, haben wir gerade irgendwas angehakt? Ah, das haben wir jetzt ja gemacht. Ich mach das erstmal weg. Das ist so eine Quest, die immer läuft. Technische Dokumente und die Blutproben, das läuft immer. Unterstütze das Erkundungsteam der Bruderschaft. Komm, dann machen wir halt mal das hier. Ja. Hä? War ich ja nicht letztes Mal schon, hab dann gesagt, what the fuck, warum ist das hier? Warum nicht? Warum nicht? Ist in Ordnung. Redex erhöht vorübergehend drastisch deine Strahlungsresistenz. Right away befreit dich von jeglicher Strahlung, der du bereits ausgesetzt wurdest. Stinkpacks lassen dich stinken. Das sind bis jetzt die unwichtigsten Sachen, die Stinkpacks. Der Stechflüger. Bla bla bla. Ich fange schon an zu lesen, dass es so jemand auf dem Klo hockt und eine Shampoo-Flasche in der Hand hat. Los. Na, also, es geht doch. Hallo und guten Tag. Meiner. Ach so. Ah, ich glaube, das ist die Mission. Naja, ist schon in Ordnung. Das ist das, wo ich diese zwei Missionen machen muss, damit es weg ist. So, untersuche Vault 88. Nee, das ist jetzt so ein weiter Weg. Reise zum Haus der Nakanos. Ist auch eine extra. Sprich mit Dr. Armani. Wisst ihr was? Das könnten wir eigentlich mal machen. Da kommen wir danach Good Neighbor und können uns die ganze Chose mal angucken. Ich weiß, wir hatten noch was anderes geplant. Was war es jetzt eigentlich? Ich habe euch gefragt, ob ihr irgendeine Ding-Mission machen wollt. Aber irgendwie habt ihr darauf noch nicht geantwortet. Ich weiß nicht, ob die Folge schon kam. Scheinbar wollt ihr mir es offen lassen. Also, weil ihr grundsätzlich sonst auf die meisten Sachen antwortet, wenn ich sowas erfrage. Aber, guck mal, ich meine, habt ihr darauf noch nicht geantwortet. Anything goes. Ich habe vorhin noch kurz in eine Fallout-Folge reingeschaut und hab festgestellt, dass man die Musik hört. So ganz leise. Das ist cool. Booyashaka. I can fuck this feeling deep inside of me. Kate, guck mal, ich lade an. Kate? Kate! Warum sagst du nichts? Ach ja, dann reiße ich deine Vagaga raus. Oh, fuck! Oh, nein. Oh, da, geiler. Ihr seid zu krass. Ihr blockenden Buschstalz. I've got a spit of grenade. Kate, du trittst niemandem in den Arsch. Sorry, dass ich gerade so laut bin, aber es ist auch gerade saulaut. Ich will hier mit Ding spielen, nicht mit Audio. Da ist jemand, Kate. Ich mach gerade mein Headset lauter. Ja, ich weiß. Den Kopf musst du ja abschießen, dann ist er richtig hart. Hab ich recht? Bin die Kuh? Ja, das ist ein Brahmin, direkt vor... Ach, das war die, ne? Die ich geheadshottet hab. Kate, weißt du, wer jetzt verliert? Your mom! Your big fat mom! Was ist mit dir los? Irgendwie geht's ja gar nicht weiter. Wir wollen nach Good Neighbor. Und nicht hier rumkacken. Wo sind wir ja eigentlich? Ice Spookies. Cool. Shows! Ja. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Das habt ihr zufällig nicht mitbekommen und zum Glück ist es nicht live, ihr könnt es nicht klippen. So läuft das hier. So, gucken wir mal. Okay. Achtung! Hallo, Gunnar! Wie geht es dir? Level up, B. Level up. B! Oh fuck, das ist ein guter. Kate, der ist gut. Helf mir kurz. Achtung, Kate, der ist gleich gecrippelt. Er schmeißt auch mit einer Granate. Oh mein Gott, Raketenwerfer. Okay, warte. Kurz. Hoch, vielleicht auf den Kopf. Danke. Boom! Blitz! Das war noch nicht mutiert. Oh my god. I think I'm gonna die. Komm, gib ihm nochmal. Okay. Kurz nachladen. Was hat er denn da?
Was hat er denn da? Ein Unterhebelgewehr. 45er bis 70er. What? Verursacht 50% mehr Schaden against Robotics. Okay, du kleiner Jigsucker. Bam, Alter! Ich krippel dir die Arme weg. Und die... Also wenn wir mehr Dinge hätten... Au. Oh nein. Was geht denn hier ab? Oh fuck, fuck, fuck. Nein! Ich wollte gerade auf... Ey, es ist ganz dumm, dass ich die auf Null gelegt habe. Diese verschissenen Stinkpacks, ne? Null ist wirklich keine gute Sache. Warte kurz. Kate! Wir müssen uns kurz beruhigen. Wir bereiten Folgendes vor. Jetzt gehen wir schnell hier rüber. Kate, versteck dich im Klo, schnell. So, Kate, jetzt warten wir einfach, bis die Falle zuschnappt. Tja, Kate, merkst du was? Ich bin nicht getroffen worden. Du schon. Woran liegt es jetzt? Möglicherweise an deiner enormen Behinderung. Bitteschön. Leute, ihr könnt ruhig auch zu mir kommen, ne? Wer ist denn das? Du bist das Raketenwerfer. Mach in den Instant mal deinen Raketenwerfer auszubangern. Ich seh dein Köpfchen, du Pisser. Und deine Mutter riecht nach Käse. Guten Morgen, Herr Nachbar. Ich schieß dir in deinen Schlitz. Alter, der ist so gefischtet, ne? Oh mein Gott. Achtung. Critical. In seine Waffe reingekritikt. Ich bin so ein Kritiker. Was? 10% mehr Schaden, wenn du zielst. Ist es jetzt besser oder schlechter als vorhin? Keine Ahnung. Was hatten wir? 50% mehr Schaden gegen Roboter? Ja gut, wir kämpfen eh nie gegen Robocox. Hör auf zu schießen da oben. Oder ich rasch gleich... Ist es ein Roboter, der... Wir sind fast gebumst. Ist es gerade im Ernst jetzt ein Roboter, der hier total krass... Aluminium. Der total krass drauf ist? Kann es sein? Haha, der Gunner ist bestimmt von einer krass coolen Explosion gestorben. Ah. Nuke Coley, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich sauf den Nuke Coley Kram. Uranium Fever is coming back on town. Uranium Fever. Hallo, Frau. Ja, Plasma. I wanna get your Plasma, please. Dolan, please. Oh, shit! Ihr Kopf wurde bereits umgebogen. Okay. Wir brauchen die Critical 10 Male mal. Alter, die ist so krass. Wir müssen unbedingt 10mm Munition kaufen. Plasma, deine Mutter. Ist das Plasma? Ja! Endlich! Haben wir schon. Den typischen Schuss in den Kopf, falls es ein Zombie ist. Kate, übernimmst du? Ich mach schon, Kate. Falls es Zombies sind, Kate. Weißt du, was ich steht da und ist völlig angewidert. Was ist da los? Kate, guck mal, was ich hab. Oh mein Gott, wir haben endlich Plasma. Bin ich blind? Am I blind? Ich bin blind, gell? Ich bin blind. Ich find's nur nicht. Geht ihr mit Plasma geschossen und ich muss jetzt auch irgendeine Plasmawaffe haben, weil ich die aufgehoben hab. Hab ich die aufgehoben? Ich hab sie mit Absicht nicht aufgehoben, um euch zu verwirren. Tja, alle denken sich jetzt, hä? Du bist so ein Verwirrer. Ja, bin ich. Oh nein, was für ein verschissenes Scope. Wie widerlich ist denn das? Als was ist das deklariert? Als Scharfschützen? Des Präzisionsschützen agitiert. Da war die Agathe dran. Hier, AG. Wow! Ach Gott, das ist schön. Vor Freude springe ich auf. Wie ein kleiner Mann, der sich freut. Aber warte, es gibt noch mehr. Haben wir hier vielleicht, hat er vielleicht auch noch eine krasse. Ah, ne, der hat ja dieses Repetiergewehr da gehabt. Oder das komische Ding, ne? Wo ist denn der Dummkopf? Da ist er. Hast du noch was dabei? So ein Blutschmarr oder was? Ein Sturmgewehr? Ach so. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Kate, lass du mich wissen, wenn du Munition findest. Ich bin so total low. Also, ich muss echt sagen, die hier, die haut so enorm rein. Damit können wir wirklich die krassesten Boys und Girls legen. Und ja. Aber wir finden komischerweise nie Munition dafür. Never ever. Zum Glück waren wir hier drin. Endlich eine Plasmabumme. Nur leider halt mit einem verschissenen Scope.
Ich würde sagen, sobald wir am Ziel sind, ich weiß gerade gar nicht, wohin wir gehen. Ach ja, nach Pinkletown da. Wer ist Good Neighbor? Ach shit. Soll ich mich dann trotzdem mal zurück teleportieren? Ja, würde ich gerne machen. Ich würde gerne die Plasmawaffe ausrüsten. Ich weiß, das allererste Mal bei Fallout New Vegas war so eine geile Stelle, die ich voll mit Plasmawaffen in Verbindung gebracht habe. Da trifft man so Waffenschieber oder sowas und kann die irgendwie komplett auslöschen. Und die haben ganz viele Plasmawaffen. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Höchst geile Stelle, ich sag's euch. Höchst geile Stelle. Waffen und Kreaturen können 4 verschiedene Arten von Schaden verursachen: ballistisch, bremsen, verringern und dehnen. Das sind die 4 Stufen des Schadens. Wir gehen jetzt mal kurz auf Wurstsalat. So. Und zwar könnten wir Wahrnehmung ist eigentlich schon ziemlich hoch, ne? Da geht halt die Waffenpräzision höher. Und scheinbar, so sah es aus in diesen Videos, ist es sogar so, dass wenn du im normalen Zielmodus auf jemanden schießt und so ein bisschen neben ihn schießt, triffst du trotzdem. Also gibt es trotzdem einen Hit. Ausdauer ist extrem niedrig. Deswegen haben wir auch so wenig Aktionspunkte. Okay. Was ist denn hier noch drin? Damit kann man bei Angriffen mit nicht automatischen Gewehren, okay? Du kannst dir die Schadensresistenzen. Okay. Ah, da ist auch Lockpick dabei bei der Sache. Sprengstoffe verursachen 25% mehr Schaden. Wenn da jetzt Granaten mit reinzählen, was sehr wahrscheinlich ist, dann ist das eine geile Sache, weil ich dann doch recht mit Scheiße um mich schmeiß. Wir haben das ja schon komplett erledigt. Wisst ihr was? Dann mache ich jetzt mal bei Wahrnehmung noch 1 hoch. 1. Bam. Vielleicht merkt man dann auch was im Wett, dass wir nicht wieder bei 90%iger Treffsicherheit daneben schießen. Das war ja ziemlich lächerlich. Halt! Kate. Wir können gehen, Kate. Da hinten schießt was. Hier schießt überall was. Schießt da jetzt nichts mehr? Ja, das werden. Ach komm. Ne, ich lasse das einfach alive. Das blöde Ziel. Ist mir egal. Endstation! Oh, Shibri! Endstation! Achtung, es gibt direkt noch einen Treffer. Weil wir so ein hohes Ding haben. Na, ich könnte eigentlich meine Kloppkolben rausholen, ne? Das sollte ich eigentlich machen. Hier. Hinter mir ist noch was. So eine Scheiße möglich. Tja, moin. Tja, moin. Diese wilde Mücke schießt die ganze Zeit auf mich. Joy, Mick. Ach ja, es gibt noch so eine Art Longarm, so wie dieser eine Cheat bei. Oh, fuck. Früher gab es Longarm bei Counter-Strike, wo du dann auf eine gewisse Entfernung greifen konntest. Und ich glaube, sowas ähnliches gibt es hier auch. Es gibt, ist hier alles noch jemand. Man kann das auch irgendwie skillen. Oh Gott, der ist ja schon total im Arsch, der Kerl. Der Arme. Dass man dann praktisch. Ich kann ja in diesen Modus gehen und könnte dann von hier aus mich hinter ihn beamen. Also, wenn er jetzt vor allem gerade nicht wachsam wäre. Und dann kann man praktisch. Ich habe ein Video gesehen, wie jemand in den Raum reingeht. Und da waren zwei Feinde, die beide sehr weit voneinander entfernt waren und auch ein gutes Stück von ihm entfernt waren. Er geht in Wets. Und. Wer labert hier? Und kann die einfach alle ummachen. Also so zack, zack, beamt sich praktisch zu denen hin und killt die, weil er halt diesen Longarm-Cheat hat. Nicht Cheat, sorry. Guck mal, was ist denn eigentlich hier drin? Da geht's ja auch nochmal rein. Weil er halt dieses Ding geskillt hat. Ja, moin. Guten Morgen, Herr Nachbar, hallo. Was ist denn los? Leute, was geht denn da drin ab? Das ist auch nicht markiert. Ne, ich glaube, da müssen wir kurz rein. Da gehen wir jetzt mal rein, oder? Wir trinken noch schnell unseren Kram. Haben wir. Wir trinken mal schnell unseren Kram. Ich bin bei den Waffen, okay. Haben wir noch irgendwas zu essen? Also irgendwas, was weg muss. Bläfligenfleisch. Okay. Das war's. Alles klar. Ein Stunkpuck. Volles Speichern. Und rein mit uns. Ich habe ja so eine winzige Flasche Eistee Pfirsich. Das ist so lecker. Alle tot? Wir wollen frühstücken und ich habe mir so eine. Wir sind ja schon alle. War ich das? Gut, so überlegt. Warte mal, Leber, hier war ich auf keinen Fall drin. Die haben gekämpft gegen die Robococks.
Look at these. Look at these nuts. We need this fair steel. Wir brauchen diesen fahrenden Stuhl, Stahl. What do we got here? What do we got here? Oh Gott! This was so knape. Dann wäre der bestimmt wach geworden, oder? Der Pimmler, der Kleine. Wir machen mal das Schlösslein auf. Denn wir sind ziemlich gut. Düdelidee. Die geile Mucke. Cool. Und wisst ihr was? Heute habe ich ultra viel Zeit. Ich bin einfach sau früh aufgestanden, habe alles Mögliche erledigt, habe dies und das und jenes gemacht. Und jetzt habe ich einfach Time, um aufzunehmen. Ich denke, ich nehme jetzt vorneweg 3 Stunden auf. Nee, aber zumindest 3 Videos. Legendary. Nein. 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 Nee. 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 Das könnte sein. Was? Ihr verarscht mich gerade. What the freak? So. Das ist es. Ha! Leicht gut. Das ist schon ziemlich gut, was ich hier mache. Ne? Viele wollen mich anstellen aufgrund meiner krassen Fähigkeiten als Hacker. Aktiviere Protection. Ich habe das Schloss aktiviert und jetzt deaktiviere ich noch die Türme, denn ich habe sie aktiviert. Türme sind aktiviert, Schloss wird auf ein neues geöffnet, Erfahrungspunkte werden eingefahren. Wie gut ich bin. Na Jazz. Geschafft. Dude. Kate, wir haben hier ein kleines, aber feines Problem. Ich habe aus Versehen diesen Penis angeschaltet. Nun stinkt er nach Kacke. Alles gar kein Problem. Boom, Bitch! Nein. Bam, tschüss zu deinem Arm, Bitch. Du bist ziemlich Darmsnitch. Sag Baba zu deinem Arm. Oh, oh, oh Gott. Ich hab mich irgendwie in Gefahr gebracht. Ach, wisst ihr was? Ich will die volle Power der Zerstörung haben. So, dann. Du musst immer die Geräusche machen. So. Ha! Kate, wir haben es geschafft. Es hat fast keinen Life gekostet. Fast keinen Life. Und wir haben einiges an Erfahrungspunkte bekommen. Ist doch auch nass. Und sie liegt da halb tot. Das war gar nicht lustig, was du gerade gemacht hast. Ich bin fast gestorben. Hast du das? Ja, ich fahre jetzt weg und du nicht. Bist du nicht beleidigt? Kate, ich weiß nicht, ob wir deinen Krebs jetzt nur heilen können nach so einer Aktion. Ich bin mir auf einmal überhaupt gar nicht mehr sicher. Vault 95? Weiß ich jetzt doch nicht so genau. Wir können einen Kick gehen, aber Vault? Was für eine Beach? Ich wusste, dass die Kate ziemlich assi ist, aber so eine Assigkeit habe ich von dieser Frau nicht erwartet. Ja, vor allem nicht in der Form. Hallo? Oh Gott, wohin fahren wir? In die Hölle. Ah, nee, nach oben hat er gesagt, ne? Juhu! Oben angekommen. Speichern. Penis. Oh shit. Ist ganz schön laut. Dude, it is so lit here. Und Kate ist nicht da, weil sie mich Arschloch genannt hat, weil sie gerade unten bleiben. Die kann nämlich nicht alleine mit dem Fahrstuhl fahren, die hat Angst. Cross, she's a snee. She's a snee. Huh. Irgendwie ist hier dieser Safe, in dem hoffentlich... Ja, natürlich! Ah! Verschissen nochmal. Leute, ich muss die Folge etwas früher beenden. Tut mir leid. Bis dann. Ciao, ciao.